Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Format Erfahrungsmedizin. Schön, dass Sie da sind, liebe Zuschauer. Ich freue mich heute ganz besonders auf mein bevorstehendes Gespräch mit Dr. Maria Hempel. Sie ist Palliativmedizinerin und Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie. Und sie hat einen großen Erfahrungsschatz oder viel Erfahrungswerte bei der Sterbebegleitung. Und wir haben uns in diesem Gespräch zum Ziel gesetzt, dass wir mal uns unterhalten darüber, was Sterbende denn kurz vor ihrem Heimgang denn bereuen im Leben, vielleicht nicht getan zu haben und so weiter und so fort. Da gibt es ja vieles, woraus wir vielleicht auch lernen können. Und darauf freue ich mich jetzt und ich lade Sie herzlich ein in dieses Gespräch. Wir starten gleich. Bis gleich. Liebe Maria, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Danke. Du hast ja aus meiner Sicht einen sehr anspruchsvollen Beruf, wobei jetzt müssen wir erstmal klären, ob du überhaupt noch einen Beruf hast. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du seit 1.1. in Rente gegangen bist. Mhm. Genau, und deshalb vielleicht als allererstes mal erzähl uns doch, bist du noch aktiv im Dienst und wenn ja, wie? Ich bin seit ein paar Monaten Hausärztin in einem stationären Hospiz und diese Arbeit, die führe ich zurzeit auch noch tatsächlich aus. Und meine überwiegende Tätigkeit in der Palliativversorgung war die in einem Team der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, wo wir die Menschen zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung aufgesucht haben, die unheilbar krank waren, die wussten, dass sie nicht mehr lange zu leben haben und die lieber in ihrem vertrauten Umfeld bleiben wollten und nicht so gern mit dem Notarzt ins Krankenhaus wollten. Das habe ich bis Ende Dezember 2023 gemacht. Und jetzt bin ich noch Hausärztin in diesem stationären Hospiz. Und darüber hinaus bin ich auch privatärztlich unterwegs mit verschiedenen Therapieangeboten. Ja. Mhm. Ist das so eine besondere Herzensangelegenheit für dich, die Betreuung von oder die Sterbebegleitung oder die palliative Begleitung? Ja? Mhm. Ja, das ist es offenbar schon. Also ich bin in einem Haus groß geworden. Mein Vater war Krankenseelsorger, wo wir uns schon immer auch mit existenziellen Fragen des Lebens beschäftigt haben, wo ich das quasi von Anfang an mitbekommen habe. Und ich habe schon vor dem Medizinstudium, da war es zu DDR-Zeiten üblich, ein Jahr als Hilfspflegerin in einem Krankenhaus zu arbeiten, in einer Alterspsychiatrie gearbeitet. Da wurde auch gestorben und ich hatte nie Berührungsängste. Wenn da jemand im Sterben lag, dann haben mich die Schwestern immer dort an das Bett gesetzt, weil sie wussten, das ist für mich in Ordnung. Die kann das gut. Ja, also das war jetzt etwas, wo ich mich nicht anstrengen musste, wo ich auch nicht das Gefühl hatte, da kommt etwas auf mich zu, mit dem ich nicht umgehen kann oder was mich belasten würde. Es war schon immer für mich in Ordnung und ich habe dann über die Ausbildung zur Nervenärztin, Neurologie, Psychiatrie auch genau das immer wieder gespürt. Wenn ein Leben zu Ende ging, dann war es für mich ganz wichtig, dabei sein zu dürfen und Begleitung anzubieten, wenn es derjenige oder diejenige mochte. Mhm. Es ist ja in unserer Gesellschaft eigentlich immer noch ein Tabuthema, Tod und Sterben. Und man möchte sich nicht damit auseinandersetzen, weil man wahrscheinlich das Gefühl hat, oh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe mit dieser Situation. Ich kann es auch gar nicht beurteilen. Ich selber war noch nie dabei, also als jemand wirklich hinüberging, wenn ich das so ausdrücken darf. Ja. Aber ich kann es mir schon auch sehr schön mit dem richtigen Bewusstsein oder dem rechten Bewusstsein sehr schön vorstellen, wenn jemand, der vielleicht schon einen langen Leidensweg vor sich hat, dann diesen erlösenden Moment hat. Und da bin ich jetzt ganz neugierig, was du so aus deiner Praxiserfahrung erzählst. Mhm. Also wir hatten uns ja zum Ziel gesetzt in diesem Gespräch, was Sterbende so bereuen. Also wie oft warst du so bei Sterbeprozessen dabei? Hast du aufgehört zu zählen? Ich habe aufgehört zu zählen, ja. Ich, wie gesagt, ich bin seit über 20 Jahren in der Palliativmedizin unterwegs. Mhm.
das kann ich nicht beziffern. Es waren sehr viele, ja. Aber waren überwiegend wahrscheinlich ältere Menschen oder auch Kinder? Nein, Kinder nicht. Das ist eine besondere Situation. Mhm. Da muss ich auch gestehen, das ist jetzt nicht so sehr etwas, was mir gut gelingen würde. Aber ich habe es auch noch nicht ausprobiert, weil das in Deutschland aufgeteilt ist. Also um sterbende Kinder und Jugendliche kümmern sich dann auch die Pädiater, die eine palliativmedizinische Ausbildung haben. Das ist jetzt in dem Bereich, wo ich arbeite, sind es Menschen ab 18 Jahre. Mhm. Warum trennt man das in die eine, in die Altersgruppen? Ja, also unheilbar kranke Kinder brauchen eine andere Begleitung als unheilbar kranke Erwachsene, weil ja da noch auch die Familie anders mit betroffen ist. Also ganz oft gibt es Geschwister oder die Eltern brauchen viel Unterstützung, weil es einfach wieder die Natur ist, wenn ein Kind vor seinen Eltern geht. Mhm. Und das ist auch von der Lebenserwartung her eine Betreuung, die oft über Jahre geht. Und die Menschen, die wir als Erwachsene begleiten, die sehen wir kürzer. Also in dieser spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, da habe ich Menschen kennengelernt, die habe ich nur ein paar Stunden bis wenige Tage, bis wenige Wochen begleitet. Manche auch wenige Monate oder selten mal Jahre. Aber die Zeiten sind sehr viel kürzer und damit braucht es eine andere Begleitung für die Betreffenden und für das Umfeld. Mhm. Ich habe mir natürlich so ein paar Gedanken darüber gemacht, worüber sprechen wir in diesem Gespräch. Und unter anderem ist so eine Frage aufgetaucht, inwiefern beeinflusst das Bewusstsein des nahenden Endes die Art und Weise, wie Menschen ihre Lebensentscheidungen und Beziehungen ihres zurückgelegten Lebens betrachten und oder beziehungsweise reflektieren. Mhm. Kannst du uns dazu etwas sagen? Es ist wahrscheinlich stundenfüllend, aber... Ja, kann man so sagen. Das ist etwas, was für Menschen, die ihr nahes Lebensende vor Augen haben, trotzdem immer sehr individuell. Mhm. Also es geht darum, den Menschen dort abzuholen, wo er ist. Es gibt Menschen, die bis zur letzten Sekunde mit ihrem Schicksal hadern. Für die bleibt der Tod etwas Schweres, das Sterben und der Tod. Und es gibt Menschen, die schon auch im Vorfeld sich damit beschäftigt haben, dass wir, wenn wir geboren werden, auch eines Tages sterben werden. Und du lachst, aber das ist nicht selbstverständlich, ja, dass das im Bewusstsein ist. Und deswegen haben es die Menschen, die sich länger darauf vorbereiten, oft leichter. Mhm. Und auch die Menschen, die ganz am Ende mitbekommen, okay, ich habe einen Blickrichtungswechsel. Ich schaue jetzt anders auf mein Leben, als ich das noch vor Monaten oder Jahren getan habe. Für die kann es dann auch eine gute Runde werden auf den letzten Metern des Lebens. Mhm. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass sich manche eben vorbereiten oder länger vorbereiten. Wie sieht so eine Vorbereitung dann bei diesen Menschen aus? Ist wahrscheinlich auch wieder sehr individuell, aber gibt es da eine... Oder gibt es da etwas, was immer zu dieser Vorbereitung gehört bei Menschen? Das erzählen sie uns selten. Das wissen wir nicht. Okay. Wir werden mit dem vertraut gemacht, was jetzt aktuell ist. Und natürlich frage ich, wenn ich Menschen kennenlerne, immer auch danach, wie sie gelebt haben, was ihnen wichtig war. Und das, was ich dann erfahre, ist unterschiedlich lang oder kurz. Mhm. Also es gibt auch Menschen, die das nicht teilen wollen. Das ist ihr gutes Recht. Und dann nehmen wir das, was wir wissen und was wir sehen und was wir spüren. Also es gibt die, die Redebedarf haben tatsächlich und die anderen, die das einfach mit sich auch ausmachen. Ja, so Einzelkämpfer, die ein Leben lang das Gefühl hatten, ich habe nur eine Existenzberechtigung, wenn ich viel arbeite oder wenn ich mich um alle anderen kümmere und wenn ich nicht nach mir schaue. Die sind es oft nicht gewohnt,
von sich zu erzählen. Und da kann ich Sie nur einladen. Und dann kann ich schauen, haben wir noch die Zeit, dass Sie über diese Einladung nachdenken? Und dann kann es da auch schöne Gespräche geben. Und manche sind eben auch schon vorher gestorben. Ja. Ja, ich kann mir schon vorstellen, eben wenn jemand so ist, der dann ständig in seinem Leben immer nur gegeben hat, und man geht dann auf ihm zu, weil man den so einschätzen kann auch, und man bringt ihm wirklich ernsthaftes Interesse von ganzem Herzen entgegen, dass so Menschen auch dafür mal dankbar sind, wenn sich jemand auch mal für sie interessiert. Das ist sicher so, nur es ist schwer für diese Menschen, das annehmen zu können. Sie haben das nicht gelernt. Genau. Richtig. Jetzt, man hat so das Gefühl, vor allen Dingen in der Gesellschaft jetzt nehmen Konflikte auch immer mehr zu. Und diese Konflikte nimmt man ja oft bis an dieses sogenannte Lebensende oder in diese letzte Phase mit und bereut dann vielleicht auch das ein oder andere. Mhm. Ist es so, dass jeder da erfahrungsgemäß Frieden schließen will vorher? Oder gibt es dann auch diese Verbitterung, die dann auch bis in den Tod hineinreicht? Die gibt es auch. Das ist zum Glück nicht so häufig, aber die gibt es auch. Das sind Menschen, für die ist es in dieser Runde so, dass sie ihr Leben so beschließen. Mhm. Ja. Und auch da bin ich respektvoll und verneige mich und sage, das ist dein Weg und das ist in Ordnung. Ja, ja. Also die Frage ist eigentlich, beantwortet sich eigentlich schon durch die Reinkarnationsforschung, wo wir dann ja auch unter Umständen wissen oder erfahren immer, ich bin zuletzt aus dem Leben in Unfrieden gegangen und ja, genau. Mhm. Du hast vorhin gesagt, manche Menschen, die hadern bis zum Schluss noch mit ihrem Leben, sind die zugänglich, trotz allem ihre Sichtweise zu verändern oder muss man es denen dann einfach so... Also muss man es respektiert man das nicht muss, sondern respektiert man das dann auch so, dass die halt dann ja in dem Fall in Unfrieden mit sich selbst sind? Das würde ich beides unterschreiben. Mhm. Die meisten haben eine Chance, auch noch in einen Frieden zu kommen, und es gibt die anderen. Und da habe ich einfach über die vielen Jahre, die ich das gemacht habe, auch ganz viel von den Menschen, die ich begleitet habe, gelernt. Sie waren meine besten Lehrer. Auch im Lassen. Ja, es gibt ein schönes Gebet eines Psalmbeters in der Bibel. Herr, segne unser Tun und Lassen. Und das, was ich in der Palliativmedizin für mich lernen durfte, ist, dieses Lassen einfach auch zu ehren und zu würdigen. Ich habe viele wunderbare Angebote, einen ganzen Bauchladen. Wir sind inzwischen mit vielen wunderbaren Möglichkeiten gesegnet, Menschen zu helfen, sie zu begleiten. Und das ist wie mit anderen Angeboten auch. Der andere entscheidet, welches er annimmt. Mhm. Und da bin ich sehr demütig geworden über die Jahre. Mhm. Ja, das ist sehr schön. Ich hatte gerade noch eine Frage, die kommt schon wieder. Was hat dich denn am, gibt es etwas, was dich ganz besonders beeindruckt hat an dem, was jemand bedauert hat, ein Sterbender, den du begleitet hast? Hast du da so ein paar Fälle oder ein oder anderen Fälle im Gedächtnis noch, im Bewusstsein? Also die Tatsache, dass Menschen, die in ihrem Leben viel gearbeitet haben, wenig Zeit hatten für andere Menschen, die ihnen im Grunde ihres Herzens durchaus wichtig sind, die bekomme ich immer wieder auch mitgeteilt. Meine Kinder sind mir zu spät wichtig geworden oder meine Partnerin oder mein Partner ist mir zu spät wichtig geworden. Und jetzt wollten wir eigentlich unser Leben genießen, nachdem ich Rentner geworden bin. Und jetzt haben wir keine Zeit mehr dafür. Mhm. Oder auch, ich habe meine Freunde vernachlässigt. Ja? Ich habe so viel gearbeitet, jetzt, wo es mir schlecht geht und ich Unterstützung brauchen könnte, sind sie nicht mehr da. Mhm. Okay.
Ja, jetzt ist, also ich glaube, das Thema kennen viele von uns, dass sie eben einfach sehr viel arbeiten und dass irgendwas anderes dann zu kurz kommt. Ja. Aber manchmal schöpft man ja aus der Arbeit, wenn man sie sehr gerne tut und wenn es Berufung ist, ja auch sehr viel Kraft und es bereichert einen und es erfüllt einen. Ne? Aber natürlich gibt es dann eben das andere, wo man dann sagt, ja, wie du gerade ausgedrückt hast, Freunde und Familie, jetzt hätten wir endlich Zeit füreinander, die hätten wir uns eigentlich schon früher nehmen sollen. Also es spricht für eine größere Ausrichtung auf Balance, die wir vielleicht auch lernen könnten schon von Menschen, ja, die da an diesem Punkt, ja, stehen, oder? Genau, ja. Ja. Also das ist das eine. Und das andere, dass Menschen auch in dieser letzten Lebensphase sich überlegen, war das gut so, dass ich mein Leben immer an den Wünschen, Erfordernissen und Bedürfnissen anderer ausgerichtet habe? Oder wäre es besser gewesen, ich hätte auch geschaut, was für mich wichtig ist und für mich stimmt? Diese Orientierung im Außen, mhm, die hat auch am Lebensende oft noch mal so einen Blick darauf, der sagt, andersrum wäre es besser gewesen. Mhm. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, so die zwischenmenschlichen Beziehungen oder Konflikte, die zeitlebens dann vielleicht entstanden sind, mhm, und die man über eine lange Lebensphase oder eine lange Lebenszeit mit sich getragen hat. Wie würdest du das einschätzen? Gibt es da sehr, sehr viele, die dann sagen, die dann das Bedürfnis haben, eben so zum Ende dieses Lebens dann hier mit diesen Menschen dann auch noch direkt, sofern die dann noch leben, nochmal zu sprechen oder dass sie da nochmal eine Möglichkeit haben, in den Austausch zu gehen? Diesen Wunsch gibt es immer wieder. Mhm. Ja. Da wird der Sohn vor 30 Jahren aus dem Haus geworfen, weil er nicht tut, was der Vater möchte. Und dann merkt der Vater, das war nicht gut. Ich würde gerne mit dem Sohn wieder in Kontakt kommen. Mhm. Das erleben wir immer wieder. Und dann kommt es natürlich darauf an, was der Sohn dazu sagt. Ob der sagt, ja, ich kann mir das vorstellen oder nein, das, was ich erlebt habe, hat mich so verletzt, das möchte ich nicht mehr. Auch das ist dann in Ordnung. Ja, ja, klar. Dieser Mensch fährt dann letztlich seine Ernte ein, ja, mhm, dass man sagt, das ist zerbrochen, diese Beziehung, es geht nicht mehr. Und das heißt nicht, dass man dann keine Möglichkeit mehr hat. Also was ich immer wieder den Menschen anbiete und was dann oft auch dankbar angenommen wird, ist, schreiben Sie auf oder sprechen Sie eine Nachricht oder lassen Sie einen Film drehen mit den Dingen, die Ihnen wichtig sind für diesen Menschen, an den Sie jetzt gerade nicht herankommen. Oder auch, es sind ja nicht nur zerbrochene Beziehungen, es sind ja auch Beziehungen zu Menschen, die einfach so weit weg sind, dass das jetzt kurz vor dem Lebensende nicht mehr möglich ist, dass man, mhm, sich persönlich begegnet. Dann kann man auch darüber einen Weg finden, die Dinge, die einem wichtig sind, noch mitzuteilen. Ja, aber ich kann doch gar nicht mehr schreiben, ich bin doch viel zu schwach. Und dann freuen wir uns über die Ehrenamtlichen von den ambulanten Hospizdiensten, die genau dafür Zeit haben und sagen, ich setze mich zu Ihnen ans Bett, Sie erzählen mir, was Sie sagen oder schreiben möchten und ich tue das für Sie. Ah, und die schreiben das dann mit auf? Ja, genau. Und okay. Mhm. Ja, und das ist etwas, worüber auch für diesen Menschen Heilung passiert. Ja, genau. Ja, weil es ja Heilung für uns nicht beinhaltet, da wird jemand körperlich wieder gesund, sondern die Seele wird wieder heil. Mhm. Es kommt wieder etwas zum Ganzen zurück, zusammen. Und da sind Beziehungen, die geheilt werden können, oft ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ich danke dir für diese immens wichtige Information. Das sage ich auch immer. Ich habe jetzt weniger mit Menschen zu tun, die ihren letzten Weg gehen, aber mit Menschen, die eben einfach, ja, in den Familien, da müssen wir nicht weit schauen, mhm, Konflikte haben. Das betrifft wahrscheinlich viele von uns oder die meisten von uns. Mhm. Und eben dieses
aufschreiben oder eben, wenn die Kraft nicht mehr da sind, das jemand anderen aufschreiben zu lassen für einen, wenn man ihm sagen kann, so und so, das möchte ich mitteilen. Oder auch ein Video oder zu drehen, eine Nachricht aufzusprechen, das finde ich fantastisch. Und ich sage dann auch immer, wir sind nicht darauf angewiesen, dass der andere das auch annimmt. Genau. Weil sonst sind wir ja eben wieder in dieser Opferhaltung und ja, ich kann das jetzt, ich kann da nicht in Frieden kommen, weil der andere möchte diesen Kontakt nicht oder der möchte es nicht annehmen. Und es kommt ja an, oder? Es auch kommt energetisch auf jeden Fall an. Mhm. Ja? Also allein die Tatsache, dass ich in meinem Herzen im Frieden bin und in meinem Herzen jemandem gut bin, verändert etwas im Feld, ja. In meinem Feld und auch im Feld des Menschen, um den es geht. Das können sich viele nicht vorstellen, weil das eine Energie ist, die man nicht sehen kann, die man physikalisch, mathematisch nicht messen kann. Und es funktioniert trotzdem. Mhm. Das kennen wir vielleicht so aus der Alltagserfahrung. Ich denke an jemanden und in dem Moment ruft er an. Was ist das? Mhm. Das ist Energie, die da fließt. Und diese Energie, die dürfen wir nutzen, indem wir den Menschen, denen wir etwas sagen möchten, uns innerlich liebevoll zuwenden und dann die Dinge, die wir sagen möchten, auch sagen, auch wenn sie unangenehm sind. Ja? Ganz genau. Ich kann ja das trotzdem im Respekt tun. Ich kann dem anderen im Respekt auch etwas sagen, was mir nicht gut getan hat. Aber die Tatsache, dass ich es ausspreche, führt für mich zu einem inneren Frieden. Und das ist wieder eine Energie, die der andere durchaus wahrnimmt und auf die er, wenn er es möchte und kann, reagieren kann. Genau. Und wichtig ist die Ich-Botschaft, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ne? Also eben, wie du schon sagtest, ne? Dem anderen mitteilen, was mich verletzt hat, ne? Und nicht zu sagen, du hast mich verletzt, weil du das und das gesagt hast. Ja, ja. Genau. Ja. Mhm. Also das ist schon auch immer noch mal ganz entscheidend. Schön, dass du da noch mal hingewiesen hast drauf. Mhm. Hast du da, ich weiß ja nicht, inwiefern man das dann noch als Begleiter mitbekommt, wenn jemand so diesen Weg wählt, weil er sagt, okay, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich den anderen erreichen kann oder so, ne? Aber ich würde ganz gern das noch in Frieden bringen und schreibt dann oder gibt eine Nachricht, zeichnet eine Nachricht auf oder was auch immer. Hast du da schon spezielle Erlebnisse gehabt dann mit Menschen, die du begleitet hast, wie sie vorher und danach, ich glaube, du bist ja auch ein Mensch, der sehr gut spürt, eben die Menschen und verändert sich ja. Das Feld von diesen Menschen spürbar? Definitiv, ja. Ich nehme das persönlich wahr. Mhm. Da ist es auch nicht so einfach, dafür Worte zu finden, ja, wie man das richtig. Wahrnimmt. Ich nehme das persönlich wahr, dass jemand runder wird. Ja. Und dass er mehr in seine Mitte kommt. Und das ist was ganz Schönes mitzuerleben. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Hast du dann auch schon erlebt, dass eben diese Person, mit der der Sterbende seinen Frieden da gemacht hat, dass die dann doch noch irgendwie aufgetaucht ist plötzlich? Also das gibt's, ja, das gibt's immer wieder und da sind ganz berührende Geschichten dabei. Also ja, ein Mann trennt sich von seiner Frau und damit sieht er die Kinder dann auch nicht mehr und dann ist über Jahrzehnte die Frage, wo sind die, gibt's die noch? Und dann haben wir auch eben das Glück, dass wir bei unseren Ehrenamtlichen vom ambulanten Hospizdienst Menschen haben, die gern auch auf die Suche gehen und das rausfinden. Und dann stellt sich heraus, der Sohn, inzwischen erwachsen, wohnt 3 Straßen weiter. Und natürlich kommt er. Und natürlich kommt er gern und kümmert sich um diesen alten Mann und hilft ihm, dass er zu Hause bleiben und zu Hause sterben kann, was sein größter Wunsch war, was aber möglicherweise nicht gelungen wäre, weil er allein lebt. Mhm. Also da sind wunderschöne Geschichten passiert. Ja, ja. Ja. Also ich kenne das tatsächlich auch im Privaten, also in meinem persönlichen Freundeskreis von einer lieben Freundin, die auch eben verstorben ist und die lange Zeit zu ihrem Sohn keinen Kontakt hatte. Mhm. Das war wirklich unterkühlt oder beziehungsweise wirklich komplett abgebrochen. Ja. Und eben in Anbetracht der gesundheitlichen Situation war der dann wirklich das letzte, ich glaube, 3/4 Jahr für sie so wundervoll da. Also ich hätte mir nichts Besseres für sie wünschen können. Oh, schön. Und deswegen, ja, also möchte ich oder möchten wir damit auch Mut machen. Ja, auf jeden letztendlich Fall. Letztendlich. Ja. Nicht erst
zu dem Moment, wenn es dann wirklich das Leben ein Ende findet, schon dann am besten jetzt. Es gibt ja dieses Weihnachtsmärchen, der kleine Lord. Ja, genau. Und der hat einen für mich ganz wichtigen Satz gesagt, der in der Palliativsituation immer wieder eine große Rolle spielt. Und der heißt, lieber spät als nie. Ja, ganz genau, stimmt. Also, und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, wenn man gerade aufmerksam wird auf dieses Thema. Ja. Und natürlich haben wir auch Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich kann das jetzt einfach nicht, ne? Dann ist halt die Zeit noch nicht reif. Aber dann hat man vielleicht schon mal einen Impuls gesetzt, wie es möglich wäre, wenn es dann so ist, dass man sagt, jetzt bin ich in der Lage. Und dieser Impuls, der macht ja auch schon was. Ja, ja? Also, dass ich mich überhaupt mit dieser Situation, mit dieser Geschichte, mit dieser Fragestellung beschäftige, ändert mich und damit mein Feld. Und damit kann es auch auf das Feld des anderen einen Einfluss haben. Und ob der andere das dann annimmt oder nicht, das ist dann wieder seine Entscheidung. Ganz genau, richtig. Ja. Ja. Mhm. Wunderbar. Liebe Maria, wir sind zeitlich schon wieder am Ende. Es war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Ich habe sehr genossen, von deinen Erfahrungen zu hören und freue mich auf weitere Gespräche. Vielen Dank. Ich danke dir. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank, dass auch Sie sich mit diesem Thema gedanklich auseinandergesetzt haben und ich hoffe auch mit Ihrem Herzen, denn Sie haben ja schließlich zugesehen und tragen Sie diese Gedanken gerne weiter und wenn Sie auch vielleicht jetzt schon in Ihrem Leben eine konfliktreiche Beziehung haben oder mehrere, dann tun Sie sich selbst einen Gefallen und bringen Sie es ins Lot. Sie haben jetzt ein paar schöne Möglichkeiten gehört in diesem Gespräch und warten Sie nicht auf die letzten Lebenstage oder Lebensstunden. Aber ja, vielleicht auch der Hinweis, wenn jemand in Ihrer Umgebung, in Ihrem Familienumfeld diesen Weg geht, dann vielleicht wäre es schön, wenn Sie die Scheu verlieren und da sein können, wenn dieser Mensch das gerne wünscht. Also in diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen meines Gastes vor allen Dingen Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst und bitte auch zur Welt. Und wenn Sie mögen, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin auf Wiedersehen.